So, da sind wir auch wieder zurück. Und womit? Genau, endlich ist die X-Force hier. Ihr seht schon, die drei Skins sind jetzt neu im Shop drin. Wir gehen auch direkt rein in den Shop, aber kurze Info an alle. Wenn ihr Bock habt auf eine Skin-Verlosung, wie gesagt, bei mir im Livestream ist das Ganze möglich. Wenn ich halt, wie gesagt, einen Solo-Sieg hole, ihr dabei Mitglieder seid. Wie gesagt, wenn ich, sobald ich einen Sieg hole, wird unter allen Mitgliedern ein Skin verlost. Also wer da irgendwie Bock drauf hat, ein bisschen Support da lassen will, gerne Mitglied werden. Und in dem Sinne habt ihr natürlich die Chance auf einen Skin. Und wir würden sagen, wir gehen auch direkt mal rein. Ihr seht schon an meinen V-Bucks, es hat sich ein bisschen was getan. Ja, was habe ich getan? Ihr könnt es euch schon fast denken. Richtig, wir haben die Skins uns schon geholt. So, hier funktioniert wieder das Menü nicht. Das hatte ich eben nämlich schon mal. Aha. Dann natürlich auch das passende Rückenaccessoire, aber wir gehen direkt komplett auf den Shop ein. Aber hier gibt es ein kleines Plus. Ich zeige euch natürlich auch noch, wie das Ganze in-game aussieht. So, erstmal gehen wir auf den Shop. Was haben wir hier? Richtig, eine ganze Menge. Ich würde aber sagen, wir fangen bei den Skins an. In dem Paket für insgesamt, also ich habe 3000 bezahlt, nicht beurteilen lassen, also beziehungsweise nicht verwirren lassen. Ich habe 3000 V-Bucks bezahlt für das komplette Paket. Genauso ist es halt bei euch auch im Shop drin. So, welchen Skin bekommt ihr? Einmal die nette Psylocke. Dann bekommt ihr Domino und Cable. Dazu natürlich das passende Rückenaccessoire bei ihm. Dann bei ihr das Rückenaccessoire und bei ihr das. Also ohne Quatsch, für drei Skins mit Rückenaccessoire 3000 V-Bucks in der Kategorie, ganz ehrlich, da kann man nichts verkehrt machen. Ihr bezahlt für jeden Skin mit Rückenaccessoire 1000 V-Bucks. Also günstiger kommt ihr definitiv nicht dran. So, was haben wir des Weiteren im Shop? Dann haben wir noch hier, warte, einmal X-Force, alles mögliche durcheinander. Die ganzen Rückenaccessoire, nee, gar nicht, die zwei Pickaxe. Aber ganz ehrlich, das werde ich mir definitiv nicht holen. Weil hier die Pickaxe, die ist zwar ganz nett, die ist auch ganz nett, die ist auch ganz nett, aber ich sage auch hier das, ja, ist ganz okay als Hängekleider, aber das ist ein Erntewerkzeug, ah ja, das war es ja mal an der Stelle komplett, aber als Erntewerkzeug, wie soll das aussehen? Okay. Interessiert mich ja doch dann irgendwie hier. Aber dafür jetzt nochmal 2500 V-Bucks. Weil wie gesagt, die Waffe interessiert mich nicht wirklich. Die interessiert mich auch nicht. Der Hängekleider, ja, ist nicht verkehrt. Aber na. Also da sage ich ganz ehrlich, da bin ich dann doch wieder zu geizig. Also das normale Paket hole, habe ich mir halt wie gesagt geholt für 3000 V-Bucks. Die drei Skins, das ist okay. Rückenaccessoire ist auch okay. Aber Pickaxe und so, ne, das ist mir dann wirklich ein bisschen too much. Des Weiteren kamen natürlich wieder die ganzen Deadpool-Geschichten rein. Also ihr seht schon Deadpool-Mashups und hast du nicht gesehen. Einmal der Kuschelbeauftragte und natürlich, wo ist er? Blablabla. Einmal zu schnell. Und einmal Kuschelpool und einmal Ravenpool. Aber es ist in dem Sinne eigentlich, inzwischen ist es schon nichts mehr Besonderes. Also ich habe es ja auch schon öfters in der Lobby. Der Einzige, der mich halt wirklich interessiert, ist er hier. Aber den haben wir halt schon in der Eis-Variante. Ich bin aber ehrlich gesagt immer noch im Überlegen, ob ich mir nicht doch holen soll. Weil er sieht halt schon nice aus, ne? So, an alle, die sich das Ganze holen wollen. Es ist kein Gebettel oder sonst irgendwas. Nur, wenn ihr mich unterstützen wollt, denkt bitte dran. Gebt gerne meinen Creator-Code ein. YT-FamilyHack. Einmal auf Annehmen. Und dann könnt ihr gerne einkaufen, so viel ihr wollt. Also ich würde sagen, die drei Skins lohnen sich auf jeden Fall. Das andere Paket nur mit den Erntewerkzeugen und also die drei Erntewerkzeuge, ja, und der eine Kleider für 2500, da ist halt echt die Frage, benutzen wir es oder benutzen wir es nicht. Das Einzige, was mich wirklich interessiert, ist hier Psy Deutsch. Also der interessiert mich schon irgendwie. Weil den hatten wir in der Variante wirklich noch nie, aber hier die zwei Waffen, naja. So, dann, wie ihr im Titel sehen konntet, wir machen das Ganze natürlich mit Gameplay, also würde ich sagen, gehen wir mal ganz schnell nochmal in eine Runde Gruppenkeile mit allen drei Skins, nur dass wir das Ganze auch mal in-game sehen, weil ich habe schon wie oft gesagt, auch in meinen Shop-Videos, es ist immer schön, einen guten Skin zu sehen von vorne. Die Frage ist halt, wie sieht der von hinten aus?
ist der spielbar oder nicht. Deshalb gehen wir jetzt ganz schnell rein, gucken uns das Ganze in der Lobby aus, wechseln die drei Skins durch und gucken einfach mal so, wie das Ganze optisch aussieht. Weil hier der Skin zum Beispiel ist schon mal verdammt breit. Also wirklich richtig breit. Also da müssen wir echt aufpassen, dass der von allein, sag schon, wie heißt es jetzt, wenn wir angeschossen werden, dass der nicht einfach zu breit ist, dass einfach der Pool einfach nicht zu groß ist. So, wir gucken uns das Ganze jetzt einfach mal an. Aus Paket ist schon nice. Vor allem, das ist jetzt das erste Mal seit fast einem Jahr, dass ich V-Bucks auflade. Das ist schon heftig. GG an der Stelle. Und wodurch habe ich das Ganze verdanken? Richtig. Durch eure Donations, eure Oha. Ah doch, er sieht schon nice aus. Boah, doch. Mit dem Umhang. Auch wenn er ziemlich dick ist, um Gottes Willen. Die Frage ist halt wirklich, haben wir dadurch einen größeren Blumen oder nicht? Aber der ist wirklich nice. So, wir gehen mal kurz schnell runter. Ja, die anderen können mich wieder hören. Ich die aber nicht zum Glück. Ja, so ist noch alles in Ordnung. Wie gesagt, ich will halt nur mal ganz kurz gucken, wie das ganze Ingame aussieht. Beim Looten und hast du nicht gesehen. Ganz entspannt. Weil, wie gesagt, ich habe auch schon Skins gehabt. Ihr wisst es selber. Skin geschenkt bekommen. Ich so, oh nee, warum schenkst du mir die Serena Williams quasi als Skin? Aber dann so, nee. Dann habe ich sie ausprobiert. Ich so, oh, geiler Skin. Aber der hier ist echt nice. Also mit dem Umhang. Oder was sagt ihr? Also ohne Quatsch, schreibt mal wirklich in die Kommentare. Was haltet ihr von den Skins? Beziehungsweise von dem jeweiligen Skin. Also der hier ist definitiv in Ordnung. Also so breit finde ich den noch nicht mal. Also geht vollkommen klar, finde ich. Doch, der geht klar. Mit dem Umhang ist nice. So, gehen wir auch direkt wieder raus hier. Gucken uns direkt den nächsten Skin an. Weil wie gesagt, ich will halt wirklich immer den Skin zeigen. Einmal so und einmal in-game. Weil in-game ist halt immer wieder eine ganz andere Geschichte, als wenn ihr den einfach nur in der Lobby anguckt. So, das Ganze muss natürlich jetzt ein bisschen schneller gehen, Fortnite. Also hier ein bisschen schneller laden. Und erstmal danke an alle, die wirklich die Videos bis zum Ende gucken. So viele sind es nämlich nicht. Also viele schreiben immer rein, ja, ich gucke dein Video bis zum Ende. Aber gucke nicht. Gucke nicht. Sagen immer, ja, ich gucke, aber gucke nicht. So, oh, ich hasse das, dass er das nicht speichert, ne? So, dann haben wir einmal den Skin. Dann das passende Rückenaccessoire dazu ist da. Ja, was muss ich jetzt machen? Dock speichern. Neu. Gut, ist gespeichert. Gut, direkt Abfahrt. Der Skin ist auch nicht schlecht, um Gottes Willen. Gehört jetzt nicht unbedingt zu meinen Favorite Skins, aber ich würde sagen, der ist schon zu gebrauchen. Die Frage wird halt sein, wie viele haben sich das Paket gekauft? Wie viele werden es am Ende wirklich benutzen? Weil mit der Variante könnte man auch ruckzuck ziemlich OG werden. Das ist halt die Gefahr bei der Geschichte. Weil viele Pakete, wie zum Beispiel Ninja Skin. Wie lange ist der Ninja Skin jetzt draußen? Auch schon eine halbe Ewigkeit. Er kam nie wieder. Deshalb, das ist halt immer das Gefährliche zurzeit bei Fortnite. Da kommt ruckzuck ein Skin, ist ein Event, hast du nicht gesehen, irgendeine Kooperation. Und schwupp, ist ein Skin da, der wahrscheinlich nie wiederkommt. Stellenweise denke ich mir dann auch, ja, wo sollen die ganzen Kinder das Geld herholen? Oh doch, der Skin ist nice. Der hat was. So, gucken wir uns das Ganze nochmal im Flug an. Ich hoffe jetzt, dass hier kein Gegner ist. Dann gucken wir uns nämlich danach, wie gesagt, den dritten Skin an. Und dann denke ich, war es das auch schon. Ich wollte euch halt einfach nur zeigen, wie das sieht, der Skin in-game aus. Weil, wie gesagt, in der Lobby sieht er immer anders aus, in Anführungszeichen, als wie wir den dann in-game sehen. So, und zap, zap. Dann runter mit der Vogel. Runter mit der Vogel. Ja doch, der geht klar. Der Skin ist auch definitiv spielbar. Weil wir hatten ja echt schon Skins, wo wir gesagt haben, optisch von vorne, nice, aber der hier geht sogar von hinten klar. Also überhaupt kein... Boah, diese Lex, gell, da freut es mich ja schon wieder heute zu spielen. Doch, die geht definitiv klar. So, gehen wir direkt zum nächsten Skin. Dann haben wir eigentlich schon alles durch. Und wie gesagt, vergesst bitte nicht, Creator-Code eintragen, yt-familyhack, wenn ihr ein bisschen Support da lassen wollt. Wenn ihr euch, wie gesagt, das ganze Paket holen wollt. Aber ich rate immer noch davon ab, holt euch wirklich nur die Skins. Also die Pickaxe und der Kleider, ja, ich weiß nicht. Ich würde halt echt sagen,
wirklich nur die Skins und das war's. Übertreibt's halt wirklich nicht. Der Skin ist natürlich auch top, das 1 plus mit Sternchen. Auch das Rückenaccessoire, ohne Quatsch, da kann man eigentlich nichts verkehrt machen. Wir gucken uns das Ganze natürlich trotzdem in-game an. Aber ich sag ganz ehrlich, mit dem Skin, auch jetzt schon, wenn er in der Lobby ist, da kann eigentlich nichts falsch laufen. So, dann gucken wir auch mal, ob wir es jetzt schaffen auf Level 200 bis zum Ende des Wochenendes. Aber ist natürlich eine Hausnummer, um Gottes Willen. Aber ihr könnt mir natürlich gerne helfen, indem ihr im Livestream dabei seid. Schön entspannt paar Du-Runden, bei den Solo-Runden am Start seid. Also wir gucken einfach mal, was da so geht. So, dann schauen wir auch direkt mal, wie der Skin in-game aussieht. Ich hoffe, ich werde jetzt nicht enttäuscht, weil der war eigentlich so mein Favorite-Skin. Von den drei definitiv. Komm, Abfahrt. Komm. Hallo, Mr. Lama. Mr. Lama, Lama. Oh ja. Mir gefällt. Schöner. Oh ja, noch mehr Legs. Genau. Gib mir FPS-Drops. Doch, der Skin ist nice. Der ist definitiv nice. Genau so habe ich mir noch gedacht. Gehen wir nochmal kurz runter. Aber eigentlich ändert sich ja nichts. Wenn wir den einmal in der Lobby gesehen haben, reicht der eigentlich. Aber wir gehen trotzdem gerade ganz schnell runter. Wir sehen wieder Level 125, 118, Level 23. Passt auf jeden Fall. So, auch hier in der Gleitform. Ich sage mit, boah Gott, die FPS. Seht ihr das? 10 FPS. Doch, der Skin ist nice. Also von allen drei Skins würde ich definitiv sagen, der Skin hier ist der beste. Eindeutig. Also von allen drei Skins definitiv sie hier. So, dann erstmal danke für alle, die bis jetzt das Video geguckt haben. Wir beenden das Video jetzt damit. Und wie gesagt, wenn ihr supporten wollt, gern Creator Code benutzen. Und in dem Sinne würde ich sagen, haut rein.